Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Heute ist der letzte Part, wo ich gemeinsam mit euch ein Level bauen werde. Heute wieder Level Editor. Aber es ist wie gesagt der letzte Part, wo ich gemeinsam mit euch eins bauen werde. Denn in einer Woche am Freitag kommt ja schon kein Mario Maker mehr. Da kommt ja dann was anderes und Mario Maker kommt ja dann immer halt noch verteilt. Muss ich wie gesagt noch mehr genau überlegen. Auf jeden Fall, was will ich heute noch gemeinsam mit euch für ein Level bauen? Ich habe mir schon wieder ganz genau überlegt, was ich machen will. Ich lösche erstmal. So. Genau, bevor ich das mache, ich muss ja auch ein Level hochladen. Blödsinn, ich habe was durcheinander gebracht. Vergessen einfach, egal. Auf jeden Fall, was will ich für ein Level bauen? Ich möchte mal wieder eins im Mario Bros. 3 Stile bauen. Und zwar möchte ich das Untergrundthema nehmen. So, genau. Und zwar möchte ich nämlich auch wieder, also ich habe mich wieder mal inspirieren lassen von einem bereits existierenden Level aus Mario Bros. 3. Und zwar einem Level, wo ganz, ganz viele Röhren überall sind. Und man muss da halt dann sehr weit nach oben klettern. Und da ganz oben ist dann das Ziel, also hier sind einige Röhren hier so irgendwie so übereinander gestapelt und dann muss man halt hier irgendwie nach oben kommen, ganz weit und so, ne? Und aus den Röhren kommen halt ganz, ganz viele Piranha-Pflanzen raus, man muss auch in Röhren öfter mal rein, und um dann an neue Orte zu kommen und so weiter und sowas möchte ich hier auch bauen. Was gar nicht so einfach ist, also ich möchte das Level nicht 1 zu 1 nachbauen oder so, nee, aber halt irgendwie so ein Level mit vielen Röhren auf jeden Fall, was nicht ganz so einfach ist hier in Mario Maker, weil erstmal sehen die Röhren nicht ganz so hundertprozentig wunderschön aus immer, weil das Problem ist eben, dass es keine Abrundungen bei den Röhren gibt, das heißt, wenn ich also eine Kurve von einer Röhre darstellen will, muss ich das hier so irgendwie machen, was nicht so mega ultra wunderschön aussieht, weil dann teilweise da auch noch ein bisschen was drüber raussteht. Das kann ich, glaube ich, wenn ich hier so einen Rand noch hinbaue, so ein bisschen beheben, aber es sieht trotzdem so ein bisschen, dass da ein bisschen was raussteht, aber es geht halt da nicht anders, weil das halt hier im Mario Maker anders nicht möglich ist. Deswegen muss ich das so machen. Aber ist nicht ganz so schlimm, auf jeden Fall. Ganz, ganz viele Röhren werden hier dann sein im Weg, wo dann eben ganz, ganz viele Piranha-Pflanzen auch rauskommen. Und anderes Zeug ist ja auch noch. Das Level soll übrigens, es soll nicht so schwierig werden. Also es soll kein sehr schweres werden diesmal. Ich halte mich auch diesmal, glaube ich, wirklich dran, dass es kein sehr schweres wird, sondern nur ein höchstens schweres oder mittleres. Aber wahrscheinlich eher schweres, weil mittel ist zu einfach. Wahrscheinlich ein schweres. Und eine andere Sache, die ich auch unbedingt machen will. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen nach oben bauen. Also wie gesagt, ich will auch, dass das Level wirklich nach oben geht. Ich will eigentlich immer, dass man pro Bereich, wo man ist, quasi immer nur einen einzigen Screen hat. Ja, vielleicht ist es so, dass ich am Anfang hier eine Röhre einbaue, mit der es dann quasi losgeht, dass man dann da quasi da reingehen kann oder so. Aber ich lasse die jetzt mal hier weg. Also ich werde jetzt mal noch den ersten Bereich mit euch gemeinsam schnell bauen. Also hier, also wie gesagt, es wird dann am Ende wieder ganz anders aussehen, im Endeffekt das Level. Aber ich will euch ja hier nur einen Grundgedanken geben, wie es halt theoretisch aussehen könnte, das Level. So, dann kann ich noch machen, dass zum Beispiel von da links auch irgendwie eine Röhre sich so weg erstreckt. Und, warte mal ein bisschen weiter nach unten, dass man dann hier so drauf springen kann auf die. Und von der Röhre aus wiederum geht wieder eine andere Röhre weg. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, was schöner ist. So sieht es sogar eigentlich schöner aus, als wenn ich es so mache. Fällt mir gerade auf, wenn ich das einfach hier so irgendwie hinklebe. Also hier so. Ja, das sieht sogar ein bisschen schöner aus. Das sieht zwar auch nicht wunderschön aus, weil dann auch so ein kleiner Strich ist, der da quasi nicht, also, ja, wie soll ich sagen, weil man halt den Hintergrund sehen kann. Das ist aber nicht so schlimm, weil der Hintergrund ja eh schwarz ist und das deswegen gar nicht so auffällt. Ich glaube, wenn ich einen hellen Hintergrund nehme, wird das mehr auffallen. Ich will mal kurz testen. Fällt es da mehr auf? Ja, da fällt es, finde ich, ein bisschen mehr auf, dass da irgendwie, dass da noch so, ja, ein kleiner Zwischenraum ist zwischen den beiden Röhren. Aber wegen dem dunklen Hintergrund fällt es gar nicht so sehr auf. Das ist eigentlich ganz schön. Dann mache ich das auf jeden Fall so, das sieht nämlich besser aus. Genau. Und von den Röhren gehen eben auch wieder tausend andere Röhren weg, von denen man dann aus wieder irgendwo anders halt hinkommt. Eigentlich will ich das so machen, genau, habe ich ja gerade eben gesagt. Hier so, und dadurch entsteht dann halt hier irgendwie so eine röhrenartige Treppe, mit der man dann halt hier immer weiter nach oben kommen kann. Hier so irgendwie, keine Ahnung. Und da sind halt auch dann ganz, ganz viele Piranha-Pflanzen drin eben. Also ich werde nicht in alle Röhren welche reinpacken, aber ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. Das ist ja nur ein Beispiel-Level hier. Ja, ich mache mal dich normal. So, und dich auch normal. Ja, aber ich mache mal dich groß. Und, ja, nee, Flügel keine, passt schon. Okay, so. Eine andere Sache, die ich auf jeden Fall auch machen will, die ich nämlich auch schon öfter in anderen Leveln gesehen habe. Das Problem ist nämlich eben, dass ich bei meinem Level eben sehr weit nach oben bauen will. Also es soll eigentlich kein Level sein, wo man so seitwärts durchgeht. Es soll eins sein, wo man immer weiter nach oben kommen kann. Was halt hier im Mario Maker sehr schwierig umzusetzen ist, weil ich nur zwei Bildschirme quasi Platz habe, um nach oben zu bauen. Ich kann natürlich eine Röhre einfach hier oben hinsetzen. Und die führt dann, also hier oben, und die führt dann, wenn Mario da reingeht, in einen Unterbereich. Und also ich werde auf jeden Fall auch Unterbereiche benutzen müssen, das geht gar nicht anders. So, wieder Untergrund. Genau. Und die ist halt dann jetzt hier wieder... Nein, ich wollte doch gar nicht zurückgehen. Mario, was tust du? So, die ist halt dann hier so hingesetzt.
Also hier ist wieder der Boden meinetwegen. Die ist hier so hingesetzt. Und da geht es dann jetzt eben wieder weiter nach oben. Hier sind wieder andere Röhren und ich komme hier wieder nach oben. Dann setze ich, ist, wie gesagt, ist jetzt alles nur zu Showzwecken mal. Dann setze ich hier wieder eine hin und die führt mich dann wiederum hier hin. Und dann kann ich halt hier wieder ein bisschen weiter nach oben gehen. Ich mache mal das hier auch ein bisschen größer. Und dann kann ich hier wieder ein bisschen weiter nach oben gehen. So nach diesem Prinzip will ich das machen, sodass eben der Eindruck entsteht, dass man immer nach oben geht, obwohl man das quasi gar nicht unbedingt tut. Und eine andere Sache will ich auch noch unbedingt machen, um diesen Effekt noch sehr stark zu verstärken eben. Was ich eben auch schon bei vielen anderen Level gesehen habe. Und zwar möchte ich zum Beispiel hier sowas bauen, dass ich hier jetzt Decke und Boden gleichzeitig hinbaue und dann da oben platziere ich zum Beispiel noch hier so einen Koopa hin und ja, warte mal, und von da links kommt noch hier so eine Röhre rein, meinetwegen, wo dann, ja, ich mache mal den Koopa dann hier links hin, hier so, kommt noch eine Röhre rein, wo dann eine riesen Piranha-Pflanze wieder drin ist. So, genau. So möchte ich das hier machen, sodass eben der Eindruck entsteht, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dass ich dann auch direkt da oben rauskomme. Und genau das möchte ich jetzt auch machen. Also 1:1, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, will ich das dann auch gleich eben nachbauen. Das heißt, also ich werde es bestimmt nicht 1:1 ganz hinbekommen. Aber ich versuche es zumindest. Das heißt, ich will am besten, dass man sogar den unteren Bereich sogar auch noch sehen kann. Warte mal, also hier ist der... Ich mache mal nochmal eins höher vielleicht. Hier so irgendwie. Ja, der Pilz... Ach Gott, ey. Den Pilz wollte ich jetzt nicht unbedingt. So. Hier ist das hier. Und warte mal, genau, die Röhren, die sahen... Ja, jetzt habe ich es falsch gemacht. So, ich muss das eins nach rüber setzen. So, genau. Na komm. Ich glaube, die waren auch eins weiter rechts. Also sogar hier, hier waren die, glaube ich, sogar. So. Und dann ist jetzt eben auch hier links, genauso wie wir es gerade eben gesehen haben, eine Röhre, wo eine fette Piranha-Pflanze rauskommt. Und auf der linken Seite ist ein Koopa. Sodass es eben ganz genauso aussieht, als wie wenn ich einfach halt den Weg eben ganz normal nach oben gegangen wäre. Weil sowas ist nämlich echt was Schönes, finde ich, was man hier detailmäßig so machen kann. Und hier unten muss ich noch drauf aufpassen, dass da noch so eine andere Röhre ist, wo eine fette Piranha-Pflanze rauskommt. Okay, ja, das ist aber ein bisschen zu weit. Ich muss es noch eins weiter nach oben setzen. Ansonsten geht es nicht ganz drauf, leider. Also hier so. Und, na komm. Und so. Und so. Okay. Und dann hier unten ist noch eine Röhre mit einer weiteren fetten... Lass dich halt drehen jetzt. Nein, oh Gott, ich könnte kotzen. So, mit einer weiteren fetten Piranha-Pflanze, die halt auch hier so ist, sodass eben der Eindruck entstanden ist, dass man quasi von hier unten aus da nach oben gegangen ist, direkt, obwohl man ja quasi den kompletten Bereich gewechselt hat. Ich finde nämlich, das ist was echt Schönes, was man hier machen kann. Das können wir jetzt mal kurz nochmal im Spiel uns genauer angucken. Also man sieht, hier oben ist eine Röhre, die führt da oben weiter zu einem Koopa da links und zu einer Piranha-Pflanze, zu einer fetten da rechts. Dann gehe ich hier durch. Und bin jetzt eben hier oben. Und da unten können wir noch die Röhre mit der anderen fetten Piranha-Pflanze erkennen, wenn sie mal rauskommen möge, genau. Das heißt, wir sind also wirklich hier einfach nur nach oben gegangen und haben jetzt eben hier wieder einen neuen Platz. Und das finde ich ist eine total coole Idee. Das war auch sehr einschränkend irgendwie, weil ich dann immer wenig Platz habe irgendwie, bis dann die nächste Röhre schon wieder kommt. Das stimmt schon, weil ich halt hier unten erstmal 5 weitere Blöcke oder so brauche, um das hier, um halt diesen Effekt nachzuempfinden, dass man gerade wirklich durch die Röhre eben durchgegangen ist und dass man nicht etwa den Bereich gewechselt hat oder so. Aber ich finde trotzdem, dass es einfach total cool ist und total schön aussieht. Sieht auch. Und deswegen werde ich das auch auf jeden Fall beachten in meinem Level, dass das auf jeden Fall möglich ist. Oder was das möglich ist, dass das auf jeden Fall hier vorkommt, so ein Effekt, dass man eben wirklich denkt, man ist gerade wirklich durch diese eine Röhre gegangen und halt wirklich auf der anderen Seite auch so wieder rausgekommen. Weil ich finde, das ist eigentlich echt was Schönes und deswegen will ich das auf jeden Fall einbauen. Ansonsten eben hier ganz, ganz viele Röhren, die halt irgendwie rumstehen und wo gefahren sind und so weiter und so fort und den Rest des Levels. Den werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr es selber ausprobieren wollt. Ne? Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich das Level... Ja gut, ich weiß schon, wie ich das Level nennen werde. Aber ich weiß gerade den Namen nicht auswendig. Ich werde es nämlich einfach... ich weiß es nicht. Weil die Level in Mario Bros. 3 hatten ja noch keine Namen, stimmt's? Ne, hatten sie nicht. Oder hatten... Warum hatten die Namen? Die Level schon? Ne, die Welten hatten Namen. Aber die Level... Ne, die Level hat noch keinen Namen, ne. Da muss ich mir selber irgendeinen ausdenken. Irgendwas mit Pipe. Vielleicht eine Alliteration. Pipe. Paranoia oder so. Weiß ich nicht. Gibt's Paranoia gibt's, glaube ich, im Englischen auch. Das heißt, glaube ich, sogar genauso. Irgendwie sowas muss ich mir noch überlegen. Aber auf jeden Fall, so ein Level werde ich bauen. Und da habt ihr da eben auch einen Eindruck davon bekommen, wenn ihr spielen wollt. Ihr wisst ja mittlerweile, dann müsste die ID hoffentlich schon in der Beschreibung stehen. Wenn nicht, folgt mir einfach, dann könnt ihr aussehen, wenn ich es hochgeladen habe und bla und bla. So, wir haben noch Zeit, ist auch gut so. Ich möchte nämlich noch zwei andere Sachen machen. Einmal noch ein weiteres Event-Level spielen, nämlich dieses PAX Omegathon-Dingsbumsi. Aber ich möchte auch einmal... jetzt wirklich mir mal die Anleitung durchlesen, wenn ich schon so freundlich darum gebeten werde. Wusstest du übrigens, dass du in der Anleitung 4-stellige Codes eingeben kannst, um versteckte Videos anzusehen? Diese Codes findest du im Artbook. Ach verdammt, die hätte ich mir vorher aufschreiben können, das ist richtig. Das werde ich dann mal noch in einem späteren, oder? Ja, das ist eigentlich doof, weil...
Ja, nee, wisst ihr was? Dann machen wir es doch noch nicht jetzt. Ich schließe nochmal. Machen wir es doch noch nicht jetzt. Dann werde ich mir vielleicht im Montagspart dann die Beschreibung, die Anleitung genauer angucken, weil ich mir dann auch ein paar Codes da rausgeschrieben habe und wir uns dann ein paar Videos angucken können. Weil die Anleitung ist nämlich eigentlich echt ganz witzig und schon auch zeigenswert, finde ich. Habe die mir auch nochmal in den Kommentaren genauer geschrieben, dass ich die nochmal zeigen soll, weil die nämlich echt stellenweise wirklich sehr witzig ist, was da steht. Auch idiotisch so irgendwie, aber auf eine witzige Art und Weise. Deswegen, ich werde die euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Ich denke mal dann vielleicht in dem Montagspart oder so, muss ich noch gucken. So, auf jeden Fall. Dann noch Event-Level. Und zwar das PAX West 2015 Omegathon Finale. Dieser Level wurde für die sensationelle Finalrunde des PAX West 2015 Omegathon verwendet. Sehr schön. Die Abschlussrate liegt bei 3,76%, also ja, sollte schon ganz gut machbar sein, denke ich mal. So, ich habe jetzt auch über PAX kein hundertprozentiges Wissen, nur so ein gefährliches Halbwissen so irgendwie. Was ist denn das hier? Was soll das darstellen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall PAX, das ist halt so eine. Ah, da brauche ich den P-Switch. Das habe ich exzellent gemacht. Ich bringe ihn mal um. Ich will den Pilz schon haben. Das ist eine Veranstaltung. Das kann man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen wie die E3, wenn man so will. Aber ein großer Unterschied ist, dass auf der PAX nie so viel gezeigt wird an neuen Dingen. Aber es gibt halt da 1000 Milliarden Spiele, die man auch spielen kann, die auch teilweise erst sehr viel später dann rauskommen werden. Also wirklich so ähnlich wie halt die E3, aber ohne die Pressekonferenzen quasi. Das ist ungefähr PAX, kann man sich so vorstellen. Ich weiß nicht genau, ob es die PAX nur in Amerika gibt oder auch in anderen Ländern. Also ich glaube, in Deutschland gibt es keine. Also vielleicht ist die auch wirklich nur in Amerika, kann schon sein. Weiß nicht sicher. Was mache ich jetzt mit dem Powerblock da? Achso, ah, das war jetzt ein Vieh. Ich hätte ihn mitnehmen sollen, ne? Naja, egal. Und hier sind Autos. Okay, die fahren jetzt offenbar gerade zu PAX. Auch sehr schön. Ich will wissen, was da unten drin ist. Das ist aber gefährlich. Ist da ein Leben drin? Ne, ein Pilz nur. Ja, gut, aber kann ich auch nehmen. Ja, ich hätte hier aber schneller durchgehen sollen. Ja, das war ein Fehler. Das ist das Problem, weil ich zu viel erkunden will. Jetzt sind die Hammerbrüder alle rausgekommen und sehr im Weg. Und warum habe ich eigentlich noch den Peace-Switch dabei? Ich habe keine Ahnung. Ah, Feuerblume, cool. So, und hier ist PAX. Hier ist der Eingang offenbar. Wir werden auch beballert mit Münzen von Lakitu, sehr freundlich. Hier geht's rein, ja. Warte mal, ich will wissen, was da oben ist. Ich kann hier nämlich nach oben. Kann ich mich hier irgendwo durchcheaten, wenn ich Lakitu. Ach komm jetzt. Ah, okay, ich habe sie noch bekommen. Was ist hier alles? Leben vielleicht? Den Stern. Sterne, ja. Haben will. Kann ich hier mich durchcheaten? Nein, okay. Aber ich habe einen Stern zumindest. Und kann damit jetzt da vielleicht ein paar Gegner killen, falls da jetzt daher am Anfang welche auf mich warten sollten. Ist ja auch nicht schlecht. Party erstmal. Und ich hätte vielleicht gleich nach rechts gehen sollen. Was ist hier? Ah, hier ist eine Feder. Ah, cool, okay. Mit der kann ich jetzt gleich dann nach oben fliegen, oder? Hui. Ja, kann ich. Ja, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Stepp mal. Nein! Ja, natürlich wirft er mit dem. Ja, natürlich, ne? Was sollte das denn? Ah, hier ist aber Yoshi. Okay. So, mitkommen. Oh Gott. Ja, das letzte dreht sich in die andere Richtung. Ich sehe schon. Da muss man sehr gut aufpassen, dass man da noch nicht in die Schlucht geschickt wird. Ja, und ihr. Lass mich mal bitte in Ruhe. Das ist echt sehr doof, dass die mich jetzt gerade eben schon getroffen haben. Weil da konnte ich ja jetzt nicht so viel irgendwie dagegen tun. Ey, nicht den Block zerstören, nicht den Block zerstören. Weil ich hätte meine Feder schon noch gerne behalten. So, gehen wir nach unten. Ich will den Block haben. Was ist da drin? Ja, nur ein Pilz. Was seht ihr mit einem Pilz? Und nein! Yoshi! Yoshi! Nein, nein, nein! Yoshi! Nein! Komm her, schnell. Okay. Ja, hier ist ein bisschen gefährlich. Ich will hier bitte rausgehen. Oh Gott. Ich will rausgehen hier. Und ein Pilz, okay. Ja, Feder wäre mir immer noch lieber, wenn ich die immer noch hätte, aber. Ist leider nicht. Okay. Ja, ich sehe schon. Oh mein Gott. Ja, was. Wie hätte ich denn den Sprung schaffen sollen? Mit Yoshi zusammen. Ich glaube, muss ich den da abwerfen? Ja, und der Pilz verarscht einen, aber ich brauche zwar keinen, aber der Pilz verarscht einen richtig. Ist auf jeden Fall nicht einfach, das Level bisher. Aber es hat ganz coole Ideen, finde ich. So, hier nach unten, ja, vorsichtig. Oh Gott. Warte mal, warum ist jetzt eigentlich das Ding abgefallen? Da bin ich jetzt verwirrt, weil eigentlich ist es doch so, dass wenn so eine Knochenbahn an einer Schiene hängt, dass sie dann niemals abbröckelt. Warum ist die jetzt. Das verstehe ich noch nicht ganz. Das habe ich eh noch nicht ganz verstanden. Also ich dachte eigentlich, dass die nur dann abbröckeln würden, wenn die nicht an einer Schiene hängen. Oder? Oder liegt es daran, dass das jetzt eine langsame war und nur die schnellen, also nur die blauen Knochenbahnen, die bröckeln nicht irgendwann ab? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Und Yoshi ist da immer noch. Es tut mir leid, mein Freund. Aber ich musste dich leider lassen. Aber er ist zumindest nicht in die Lava gefallen. Ist ja auch ganz schön. So, ihr sterbt mal auch alle. Feder oder so? Ja, Feuerblume ist auch okay. Oder kriege ich hier eine Feder vielleicht? Nee, Buhu. Ja, mit dir will ich keine Bekanntschaft machen. Wir gehen wieder zurück. Was ist jetzt hier noch? Was steht da? Ben. Was ist das? Kann es nicht lesen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt steht. Auf jeden Fall, da ist Bowser. Ja, das war exzellent. Ich will aber da nach oben. Ich will wissen, was da ist. Wenn da überhaupt was ist. Sind da wieder Sterne? Hier sind keine diesmal. Hier ist sogar gar nichts. Na gut, okay, dann halt nicht.
Ich habe 4 Türen. Wehe. Wehe, wenn das jetzt Fallen sind. Dann raste ich aus. Das war richtig. Ja, das war total richtig, ne? Ich lande in der Sackgasse, natürlich. Ja, ich find's auch total witzig. Aber es ist zumindest nicht der Instant-Tod, deswegen passt schon. Hilfe. Okay. Okay, das war jetzt auch nicht der richtige Weg, aber ich habe Feuerblumen bekommen. Was auch okay. Ah, ne, warte mal. Kann ich da rein? Kann man was? Echt? Man kann in Türen rein, wenn die da an so einer Kante sind? Das wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Okay. Und das ist jetzt der richtige Weg. Was kommt da aus den Röhren raus? Gar nichts? Wirklich? Ja, scheint so. Okay. Auf jeden Fall, ja, ich krieg Feuerblumen ein paar und muss gegen Rosa kämpfen. Mit Bob Ums bewaffnet. Ja, was sollte machbar sein? Und da oben kommen auch noch Stachis. Oh Gott. Ja, hier ist schon einiges los, aber wir kriegen ja unendlich viele Feuerblumen, deswegen sollte das schon machbar sein, denke ich mal. Jetzt ist ja sehr vieles hier los. Wie würde denn hier noch ernsthaft ausweichen? Mal ganz ehrlich. Ich muss aber aufpassen, dass mir der Bob-Omb nicht zu viel kaputt macht, so irgendwie. Ich meine, Bowser hat auch schon gar nicht mehr so viele Leben, glaube ich. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal immerhin getroffen. So, nein, hör auf. Ja, wenn jetzt. Ja, spring nicht zu mir, ne? Ja, aber nah rangehen darfst du, dann kann ich dich öfter treffen. Das ist ganz gut. So. Okay, er ist schon tot, sehr schön. Feuerblumen noch haben will. So, jetzt durch da, ohne getroffen zu werden jetzt. Sehr gut. Aber passt schon. Ich glaube, es kommt nicht jetzt nicht mehr so viel. Yay, Party! Yeah! Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Das war eigentlich ein ganz schönes Level. Muss ich sagen. Also, wenn das einer von euch gebaut hätte, dann hätte ich dem auf jeden Fall auch einen Stern gegeben. Es gab zwar schon bessere, ja. Aber war schön. Doch, war ganz schön. Hat mir gefallen. Aber wir kriegen dafür jetzt nichts, ne? Also kein Kostüm oder so habe ich da gesehen. Links. Ne, kriegen wir nicht. Okay. Schade. Naja, dann halt nicht. Wir können noch kurz nach ein paar weiteren offiziellen Level vielleicht mal gucken, ob die da wieder irgendwas Sinnvolles hochgeladen haben, wenn mir eins besonders gefällt. Hier, Mashiku ist es zum Beispiel die, die auch in der Anleitung steht, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ein eigenständiger Level, ein gutes Gefühl. Die haben wir, glaube ich, alle schon gespielt, ne? Oder? Haben wir ein eigenständiger Level schon gespielt? Warte mal, 20.11. Was, echt? 20.11. wurde der hochgeladen? Ach so, dann haben wir den noch nicht gespielt, ne? Die anderen waren früher, oder? 4.11., ja. Und du? 22.10. sogar. Und 14.10. Ja, nee, dann ist der eigenständige Level sogar neu. Auch wenn der jetzt nicht gut aussieht, so vom Vorschaubildschirm her. Aber wir spielen ihn trotzdem einfach mal, was soll's. Die Abschlussrate war auch 40%. Also sollte schon machbar sein, denke ich mal. Obwohl ich viele Schluchten gesehen habe. Aber wir gucken mal. Ja, oh, ich dachte schon, der Pilz würde verschwinden. Was malen die da alle? Keine Ahnung. Yoshi kriege ich hier auch. Herkommen. Ja, yeah, Yoshi. Sehr schön. Und ein bisschen, oh Gott, Notenblock-Gejumpe. Ja, aber der Level ist jetzt auch nicht gerade irgendwie der beste. Ein paar Plattformen, ein paar Gegner, aber ja, das war's. Jo! wenn das Level einer von euch gebaut hätte, dann hätte ich dem auch keinen Stern gegeben. Weil, ja, das war jetzt irgendwie nichts. Aber irgendwie diese offiziellen Level, die sind auch alle Käse, so ziemlich. Außer dieses Bowser Puzzle Dungeon da, das war richtig cool. Aber ansonsten irgendwie die meisten anderen sind ziemlicher Quatsch. Ich werde mal nochmal kurz gucken. Da haben wir jetzt auch schon fast alle, glaube ich, sogar gespielt von denen. Oder die meisten zumindest. Ich glaube, von den unteren Typen da alle nicht, aber die sind auch irgendwie alle nicht so toll. Dorkhaus, das haben wir ja nicht gespielt, aber das sieht auch jetzt. Ja, Abschlussrate ist 70%. Nee, also ein bisschen eine Herausforderung. Hat der ein neues Level vielleicht, der Bowser? Nee, weil das war echt ein cooles Level. Was sind die Abschlussrate da eigentlich? Auch ziemlich gering, ne? 0,65 nur, ja. Das war auch echt nicht einfach. Der Speicherbot, hat der irgendein cooles? Das haben wir die Corner Plumber. Was ist da die Abschlussrate? 15. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Sollen wir das mal spielen? Können wir noch spielen, was soll's. So, was erwarten uns hier? Ja, irgendwie die Klempnerfähigkeiten von Mario müssen hier geprüft werden oder so. Wir schauen mal, ich habe verschiedene Häuser, wo ich reingehen kann. Ich mach mal einfach hier. Okay. Und ich bin. Ja, Luigi! Und Luigi hat einen Anruf bekommen jetzt gerade, dass er jetzt sich aufmachen soll und ein Rohr verlegen soll oder sowas. Ja, jetzt bin ich aber wieder Mario. Das hat sich jetzt rentiert, weißt du. Aber okay. Und hier muss ich offenbar rein. Oder? Ja, hier ist richtig, okay. Jetzt muss ich hier irgendwie ein Rohr verlegen. Ah, da ist auch schon eine Röhre. Dann mal rein da. Ah, oh, das ist ja richtig cool. Das ist, oh, Mario Bros. Das ist wie Mario Bros. Oh, ist das cool. Ich habe auch zwei Powerblöcke zur Verfügung. Das ist ja richtig cool. Sehr schön. Aber die Frage ist, okay, ich brauche die Koopas, weil die müssen mir da den Weg freimachen. Okay, also wie in Mario Bros. Auch sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Yay. Wuhu. Das Spiel solltet ihr auch, ja auch kennen, Mario Bros., weil das kommt ja in NES Remix auch vor. Hilfe. Was ich ja auch gerade let's playe. So. Jetzt ist der Weg frei, wunderbar. Ich habe die Powerblöcke gar nicht gebraucht.
Und was ist hier noch? Kann ich hier noch, ja, kann ich in eine von den Röhren rein? Also hier, so ähnlich wird mein Level dann vielleicht auch ausgucken, dass ich eben bauen werde noch und das in diesem Part hochgeladen wird mit ganz, ganz vielen Röhren, die hier überall sind. Aber meins wird halt eben nur nach oben gehen und nicht zur Seite. Aber das sieht eigentlich ganz schön aus, oder, finde ich, wenn man da nur so Röhren einbaut. Ja, sowas zum Beispiel kann ich auch machen. Wenn da viele Röhren aufeinandertreffen, dass ich dann da so vier Blöcke in die Mitte packe. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man das einigermaßen schön aussehen lassen kann, so Röhrenzeug. Aber an sich ist es halt trotzdem ein bisschen schade, dass es keine abgerundeten Röhren gibt. Das wäre schon noch ganz schön gewesen. Checkpoint sogar. Das wäre schon noch ganz schön gewesen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Also werde ich schon hinkriegen, auch ohne da was einigermaßen Schönes zu zaubern. Vielleicht. Sehen wir ja. Und was muss ich jetzt hier machen? Ein Bob-Omb irgendwie? Ah, da ist ein Koopa, ja. Den brauche ich, glaube ich, auch wieder für da unten, nämlich. Muss ich in die Röhre da rein? Oder wie? Ah, ne, okay, da kann ich ein... Ah, das ist ja cool. Da kann ich ein weitere Koopas rauslassen, sodass die mir jetzt hier den Weg freimachen können. Das ist eine witzige Idee. Das hat mir gefallen. Das war cool. Ja, das Level ist auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber ist schon alles ganz gut machbar. Wir haben ja auch einen Checkpoint, falls ich jetzt noch wieder erwarten abkratzen sollte, was hoffentlich nicht passiert. Oh Gott, ich wollte jetzt einen Blindjump da machen, aber nee. Aber gut, hier ist eh überall Boden. Ah, und das ist jetzt... Ja, 1-2 steht da auch schon, genau. Das ist jetzt Level 1-2. Ist hier ein Stern? Oh nee, schade, okay. Das sind nur Münzen, weil hier war ein Stern drin im Original Super Mario Bros. In diesem Block da. Aber okay, da nicht. Und, ah, hier komme ich nach oben. Yay. Sehr schön. Und damit haben wir offenbar es geschafft, denke ich mal. Ah nee, immer noch nicht. Es kommt noch ein Checkpoint, es kommt noch was, okay. Und zwar, wer kann ich hier noch werden? Mario oder Luigi? Oder Toad? Oder Peach vielleicht? Ah, okay. Mario, Luigi, Peach, Toad kann man nehmen. Ha. Ja. Ein Glück erinnert mich das nicht an irgendwas oder so. Oh Gott. Oh, ich habe das jetzt mir rechtzeitig gesehen. Verdammt nochmal. Jetzt werde ich hier noch sterben bei Bowser. Ich sehe schon kommen. Oh Gott. Oh Gott, ey, Hilfe. Ja, sowas kennt man auch. Also es gibt ganz, ganz viele Anspielungen hier irgendwie an verschiedenste Spiele in diesem Level. Entweder Mario, Luigi, Peach, Toad oder der Aufbau, der an Mario Bros. Erinnert. Oder dann hier... Ah, hier ist eine Feuerblume. Dann hier ein Hammerbruder auf zwei so Block rein, der an Super Mario... Was mache ich eigentlich? An Super Mario Bros. Erinnert, also alles echt schön, finde ich. Und stirb. Tschüss. Ach stimmt, das ist auch ganz cool. So kann man es schaffen, einen Bowser-Boss-Kampf mit der Axt quasi nachzubauen, ohne das Festungsthema zu benutzen. Wenn man den einfach auf Blöcken stellt, mit dem P-Switch dahinter. Das ist auch ganz witzig. Also das Level war cool, das hat mir gefallen. Dem würde ich auch einen Stern geben, auf jeden Fall. Das war ein schönes Level, doch. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja gut, ich hätte ihm sogar einen Stern geben können, stimmt. Aber jetzt bin ich schon auf Beenden gegangen, bin ich jetzt zu faul, dem noch einen zu geben. Ich meine, der hat eh schon genügend Sterne, weil der bei den offiziellen Leveln steht. Deswegen geben dem auch viele Leute einen Stern. Ja, 16.000, ich glaube, da ist meiner jetzt dann nicht mehr so entscheidend, denke ich mal. Okay, Leute. Dann würde ich aber sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann wieder mal weitergehen wird mit euren Leveln. Und hier kommt man gar nicht hoch. Wow, gutes Level-Design. Hier kommt man gar nicht hoch. Na gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.